Hallo und willkommen zurück zur zweiten Folge von Alien Isolation. Ja, in der letzten Folge sind wir von der Nostromo hier auf die Sevastopol-Station gekommen, nach ein paar Unfällen. Und wir sind jetzt hier auf der Mission, um einen Flugschreiber zu finden. Ja, dann sind wir jetzt hier in dieser Halle und haben so ein Ding hier, ich kann es gerade nicht aufrufen, auch immer das ist, gefunden, womit wir jetzt die Türen aufmachen können. Und ja, wir sind da letztens stehen geblieben, um das hier aufzumachen. Ich würde sagen, machen wir das doch mal. Ganz ruhig. Okay, okay. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe, das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Los, Süße. Sixen Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Da lauern so einige Gefahren. Okay? Ja. Axel heißt der Gute. Und den kennt er ja schon aus dieser einen kleinen Mini-Folge. Und wir müssen jetzt... Ich will nicht lange hier rum, ey. Ja, ich mach ja schon, ey. Also wir müssen jetzt zu dieser... Die Zentrale. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Naja. Bleiben Sie bei mir. Was? Ach, moin. Keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat Ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Ja, wird schon nicht sein. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren Sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Ja, glaube ich. Naja, oh, das Speicherpunkt. Ja, das gibt's wirklich. Sei mal nicht so misstrauisch. Speicherpunkt. Ja. Moment. Lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Ja, dann mach du. Also recht. Die Station ist alt und eigenwillig. Ja. Oh, der war schon da. Oh, schicke Bilder hier auf jeden Fall. Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Ja, wenn das Spiel es aber mich anzeigt, tut mir leid. Seien Sie hier bloß ruhig. Es könnten Leute unterwegs sein. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort. Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort. Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen.
Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein. Was anderes. Ein Monster. Wirklich? Bam. Die Musik. Bam. Ach ja. Oh, Komponente B. Alles gut zum Bauen. Ja, ne? STG und wir... Wir müssen hier weg. Oh. Hier lang. Runter. Alter, das war knapp. Wir sollten uns nach dem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Ja, ja. Wir sollten mal ruhig nervös sein. Ja, ich folge dir. Folgen Sie Axel in Schächte. Lala. Was wollen die denn da? Nein. Mann, ey. Gar nicht auffällig hier rumzuklettern. Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden. Nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich ziehe sie nicht auf, Herzchen. Wenn sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen sie. Man nennt es Überleben. Ja. So schlimm kann es doch nicht sein hier. Ich meine, gut, dann ist ein Kerl da, muss sich ja ruhig verhalten. Aber ja. Sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist ja gut. Könnt ihr mich mal ausreden lassen? Danke. Oh, was ist das denn hier? Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Ah ja. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Lass mir doch durch. Ja, ne? Besser reden. Ich stecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, es scheint. Ah ja, okay. Haben wir noch irgendwas anderes? Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Taschenlampe! Ich habe genug Batterien mit. Also der ist direkt vor dem Lüftungsschacht und hat keine Angst, dass da irgendwie was rauskommt. Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Was soll ich die dann haben, weil ich sie nicht anmachen darf? Okay. Naja. Warte, Exe, ich komm mit. Lass mich auch rein. Also mit F, ja, ne? Oh, F gedrückt halten, ja. Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Nicht wundern, warum ich jetzt mit der Taschenlampe blinke. Das ist einfach eine Strategie. Ja, ja. Wenn ich damit blinke, dann spare ich Batterien und sehe für kurze Zeit was. Und ich glaube, das hier ist auch den, den wir suchen. Ist das der hier? Ich komme hier schon. Während er das dann macht, gucken wir uns mal ganz kurz hier um. Haben wir hier noch irgendwelchen Loot? Ah ja, guck mal an. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie? Ich habe alles unter Kontrolle. Ja. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel für euch. Das könnte sonst echt blöd sein. Mal auf, lass mich rennen. Dankeschön. Okay, hier sieht man ja genug. Lauf. Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. Das glaube ich. Mein lieber Axel, ey. Hm. Dann nehmen die anderen nicht die Lüftungsschächte. Wie dumm ist das denn? Hä? Okay. Ich hätte das mal nicht. Ruhe. Ich hab was gehört. Du hast ja doch gerade eine Frage gestellt. Oh. Ja, schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der sauer wird. Na los. Irgendjemand wird schon Hilfe schicken. Sie mir. Die sind, glaube ich, nicht so nett. Also, wer mit dem begegnen. Es könnte knapp werden. Speichern wir hier mal, ne? Ja, schreiben. Dankeschön. Haben wir hier noch ein bisschen Loot? Das wäre schön. Oh, warte mal. Ist das nicht der Fahrstuhl, mit dem die. Okay. Kein Loot. Schade.
Ja, ist ja gut. Ah, oh, hier sind wir. An dieser Stelle. Die kennt ihr ja. Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Wir schleichen uns. Hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Ich schleiche mich mal hier ganz langsam vorbei. Ja. Ja, und jetzt sind wir genau an der Stelle, wo wir letztes Mal, wo ich letztes Mal den. Ich. Was ist? Es war der Generator, mein Freund. Ah, habt ihr schon irgendwo schon mal gehört, ne? Ja. Geht mal nachschauen. Kommt euch auch bekannt vor, ne? Exe, wo bist du? Ja. Das ist der nächste Speicherpunkt und den kennt ihr. Also ab jetzt kennt ihr ja den kurzen Rest, sag ich mal so, ne? Aber für die ist es noch nicht. Ach ja, ich bin irgendwie dumm. Ich muss auch schon auf Ja drücken. So. Ja, für die es noch nicht kennen, wird das jetzt natürlich neu. Wie weit noch? Fast da. Transit ist gleich da vorne. Ja, das ist schön. Ja. Nee. Ein bisschen schmutzig. Bisschen sehr schmutzig, finde ich. Also, ich gedreh euch mal. Ach, wobei, hier sieht es eigentlich okay aus. Aber ein paar viele Kabel und sowas. Erst aus. Die Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Hast du aber schön nochmal festgestellt. Wir müssen beide uns gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier. Naja. Okay. Der Hilfenschacht ist zu. Gut, dann machen wir mal hier an. Und E. Ja, der wird schon wieder angegriffen. Ein bisschen wieder helfen. Ja. Wobei das Risiko beim Rennen natürlich höher geht, ja. Und tschüss. Oh, jetzt ist auch tot. Jetzt kommt der schöne Spruch. Ja. Er schießt sie. Scheiße. Ich glaube, er ist tot. Wir rennen unser Leben. Unser Leben. Sie haben ihn getötet. Wenn er mich töten wollte. Er oder ich. Hier geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Nee, gar nicht. Ich höre was. Da wirst du wahrscheinlich taub. Axel? Scheiße. Was ist das denn? Ja. Das war etwas Schlimmes, das sehr Kleines, was da ungefähr reinkommt. Wir müssen weiter. Wir? Da steht ich. Oh, okay. Oh, da ist der Transit. Den müssen wir nehmen. Und ich kann jetzt komplett auf Risk machen, weil ich bin jetzt schon mal lang gelaufen. Und es gibt eine lustige Sache. Wenn man hier rennt, können wir nämlich Besuch bekriegen. Aber wir müssen da richtig schnell den Knopf drücken, weil ich sage richtig schnell. Passt auf. Damit ihr. Oh Gott, das könnte gleich so schief gehen. Versteck mich extra hier hinter, das hat einen Grund. Passt, glaubt mir. Och ey, das ist. Hilfe, das ist echt schlimm. Wirklich.
haben wir ihn gerade erst kennengelernt und jetzt ist er tot. Diese Musik, die macht einen ja auch noch verrückt, ey, das ist nicht wahr. So, passt mal auf, was wir jetzt machen. Pass mal auf, wir werden jetzt... Da, da ist es, da ist es, da ist es, tschüss! Hab das im Augenwinkel gesehen, ich... Oh Gott, ey, wie gut, dass ich jetzt weg bin. Heilige Scheiße. Sprinten ist die letzte Option, die macht Lärm. Ja, ja, genau. Also wenn man sprintet, kann es sein, dass es euch verfolgt. Also es hört euch dann. Oder eher mich. Wir sind in den Aufzug zu Sixen Communications. Ah ja. Das war ja so eine schöne Stelle, die etwas schwieriger war. Also ich habe ungefähr ein bisschen vorgespielt, bis man... bis ich bei Sixen Communications war. Bis dahin. Also das war, wie ihr gesehen habt, nicht wirklich weit, ich sollte nicht rennen. Ja. Einen guten Service, ja, also war auf jeden Fall pünktlich da, sag ich mal so, ne? Kann man nicht meckern. Lüftungsschacht. Also wir wissen, dass sie gerne aus Lüftungsschächten rauskommen, deswegen sollte man da mal vorsichtig sein. So, diese Stelle ist jetzt ein bisschen schwieriger. Hallo? Ja, ja. Schieß doch nicht so. Nein, da, hier ist keiner. Ja, Datenzelle ist immer schön. Frage ist, ich muss jetzt nämlich darüber. Ja, und einer wartet da vorne an der Tür. Ja, geht mal schön nach unten. Der wartet nämlich die... Oh, zur falschen Taste. Der wartet nämlich direkt an der Tür. An dem müssen wir irgendwie vorbei, aber ich hab nichts, ne? Nur Medkit. Fuck, Alter! Wo kommt der denn? Nein, 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 nein! Wieso kam der denn daher? Wo soll ich denn bitte dann da lang? Unser erster Tod. Oh, ich hab mir den spektakulärer vorgestellt. Ich bin mir echt schöner vorgestellt, den Tod. Die Frage ist, wie soll ich da vorbeikommen? Weil, wobei, ich könnte im Lüftungsschacht warten, während die runtergehen. Er geht ja dann... Ah. So können wir es natürlich machen. Naja. Nee, hast dich verguckt. So, ich nehme jetzt das Ding hier. Die kommen jetzt natürlich von der einen Seite. Das heißt, ich muss mich jetzt beeilen, da hochrennen und schnell, falls eine Flugschacht ist, da reinkriechen. Da kommst du eilig. Muss ich schnell hier hoch? Die Frage ist, die kommen dann natürlich hier lang. So, ich gehe jetzt hier rein und warte hier. Hätte kommt ja natürlich von da. Entweder gehen sie jetzt die Treppe runter. Das kann natürlich jetzt riskant sein. Ich habe freie Bahn. Nee, da bewegt sich nichts. Oh, ich hab's geschafft, ey. Gute Taktik. Oh, schau dich das an. Da eine Sonne. Alter, ist das Ding riesig. Oh, das wird noch viel zu erkunden sein.
Eieieiei. Ich glaube, sie ist nach unten. Na los. Nein, ich bin nicht unten. Ich gehe da nicht runter, kommt nicht in Frage. Sie hat deinen Hacker. Das hat nicht funktioniert. Wir finden einen anderen Weg nach oben. Wir sind schon zu lange hier. Ja. Wenn du denkst. Ah, da geht's weiter. Perfekt. Mainframe Systems. Okay. Jetzt geht's los. Wir dürfen nicht mehr rennen. Ansonsten ist das unser Tod. Es könnte sowas unser Tod sein. Diese Stelle, die ist wirklich... nervenraubend. Ein Revolver, endlich. Wunderschön. Okay, wir laufen jetzt nur noch mit dem Revolver rum. Schlüsselkarte, wunderbar. Nicht genug Energie, okay. Komm da nicht raus, bitte. Bitte bleib einfach weg. Geh auf. Oh, Alter. Meine Güte. Schlimme Sache. Gut, hier können wir noch ein bisschen looten. Wunderbar. Oh, ist das? Ist das der? Oh Gott. Der Flugschreiber. Wir haben ihn. Ja, und das war es auch fürs Spiel. Nein. Was? Hm. Total fehlerhaft. Ja. Hättest du mal den Film Alien gesehen, dann wüsste sie warum. Konzentrier dich. Warte, was? Nein. Oh, fuck. Alarm, mach sofort den Alarm, mach sofort den... Zock das Ding doch nur an. Oh Gott. Das steht wahrscheinlich gleich hinter mir. Das verstehe ich. Bitte nicht. Bleib einfach nur weg. Einfach nur wegbleiben. Oh, ich kann dann. Da ist die Datenzelle. Zu Level 1, okay. Auf zu. Ja. Ah, jetzt muss ich dazu. Oh, ja, okay. Das könnte echt schlimm werden. Okay, mit der Maus muss ich jetzt... Ah ja, okay, und jetzt kann ich mit der... Ah ja. Okay, das Ding und das da. Oh, das wird bestimmt schlimm. Habe ich hier irgendwas? Ich sehe den Aufzug. Ich renne extra nicht. Oh, der hat es ein bisschen abbekommen. Moin. Blendgranate. Hammer. Oh, wir haben eine Blendgranate. Könnte... Nee, warte, nicht tödlich. Was stand da? Nicht tödlich... Sie lähmt Menschen in der Umgebung und blendet Menschen und Synthetiken. Oh, das ist natürlich gut. Ah, da ist es wieder. Das da, dann das da und das da. Wunderschön. Wunderschön? Ja doch. Oh, hier ist was Gutes drin. Schicker Teppich auf jeden Fall. Ausweiskarte, wunderbar. Okay, nicht rennen am besten. Wir wollen ja nicht sterben, ne? Und Lift und Schlechte sollten wir jetzt immer in Acht nehmen. Synthetiken, wunderbar. Ja, jetzt sind wir nämlich auch gleich bei den Synthetiken und somit dann bei der Stelle, wo dieser Fail-Part kam. Da ist zu, ne? Doch, kann wahr sein.
Deaktivieren Sie die. Ja, machen wir mal. Das machen wir. Da ist der Tech-Workshop und da sehe ich auch einen Computer, den nutzen wir mal. Okay, jetzt müssen wir wieder... Ah ja, okay, wir brauchen das Ding, dann das Ding und dann das Ding. Eigentlich ganz einfach zu hacken, also, ne? Gut, deaktivieren wir es doch mal. Wunderbar. Oh, moin. Moin, Sir. Oh Gott, seht es euch an. Ach du Scheiße. Wo ist es? Oh. Oh. Der Alarm ist immer noch da. Ich glaub's nicht. Seht es euch an, Alter. Was ist das denn für ein... Boah. Ja, halb aus Alien, ne? Oh, die Abregung ist weg. Gut. Wir müssen zurück. Aber zuerst holen wir uns... Hier... Das, davon ein bisschen was. Facility Control. Nee, da gehen wir mal nicht lang. Wir gehen einfach zurück. Ganz zurück zum... Fahrstuhl. Oh, Scheiße. Alter, ich hab grad so Herzklopfen. Einfach nur nach oben. Tag gesehen, haben wir irgendwas Neues? Ne, okay, da oben ist der Aufzug, den müssen wir jetzt auf jeden Fall hacken und jetzt irgendwie hier wegkommen. Alter. Da seht ihr nochmal die Station, ey, das ist krass. Wir sind nur in einem Teil davon. Aber jetzt muss ich wieder hacken. Ja, was ist das denn für eine... Oh Gott, das ist das Ding mit Mix von dem und... Nein, oh! Zu früh gedrückt. Hä, das war doch das. Okay, 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 alles gut. Der hier plus der hier plus der hier. Oh, Alter. Mach auf das Ding. Okay. Alter, das Geräusche. Oh. Ja. Sehe ich. Sind bis... Oh fuck, Alter. Nein! Wieso kommt es auch direkt hier hoch? Alter. Mann, was war das denn jetzt? Wo bin ich? Oh ne, ne? Nicht im Ernst jetzt, oder? Also wieder... Wieder hier hoch. Ach, come on, ey, ist doch nicht wahr. Wie soll man das denn machen? Wenn er direkt da hochkommt, weißt du? Soll ich mal auf der anderen Seite latschen oder was? Ah, oh, shit, ey. Sind jetzt den Flugschreiber wieder. Ja, überspringen wir mal hier, ne? Na gut, ich kann sie überspringen, das ist blöde. Unser zweiter Tod, der zweite Tod in einer Folge, ich glaub's nicht. Oh Gott. Ja. Flugschreiber. Oh, heilige, ey. Also ich werde jetzt zumindest versuchen, da in diesen Aufzug reinzukommen. Oh, das ist... Heiliger Scheiße. Naja. Der arme Flugschreiber, ey.
Ja, den habe ich auch registriert. Ja, Alarm, Alarm. Also die Datenzelle, gib's sie her. Alles schön. Also bis da oben hin kommen wir ja schon mal. Problem ist halt nur dann an dem Erdin vorbeizukommen. Und das wird das Schwierige, aber wir haben es ja gesehen, wie. Die kam direkt in unsere Richtung, das ist übelst gemein. Als wenn er wusste, dass wir da sind. Aber wenn er wieder da hochkommt, ich könnte mich im Lüftungsschacht verstecken und dann versuchen. Ist aber schwierig. Können wir speichern? Oh, wir können nochmal speichern, das heißt, dann müssen wir nicht nochmal das Ganze. Oh. Das ist schon mal gut. Also, hier noch mehr hingeschissen, auch nicht. Jetzt sehen wir gleich das E nochmal. Hey. Wunderbar. Ja, die Folge überstreckt sich jetzt natürlich schon wieder aufgrund dessen, weil wir jetzt gestorben sind. Wir wollen ja unbedingt, dass wir da hinkommen. Also ich würde sagen. Wir sehen uns dann. Verdammt, ey, warum wähle ich denn immer das Falsche aus? Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach, wenn wir wieder da sind. So, Leute. Da sind wir wieder. An der gleichen Stelle wie gerade. Frage ist nur, wie kommen wir da jetzt vor. Nein, nicht darauf zugreifen. Nein. Abbruch. Ja, ist okay, tschüss. Tschüss, geh ab. Geh weg. Wir müssen irgendwie da hochkommen. Ja, darunter meine ich. Oh, es geht in den Lüftungsschacht. Okay. Wir haben eine Chance. Okay, jetzt schnell. Komm. Beilung. Komm schon. Wir haben es jetzt aber schnell rein, aber ganz schnell rein da. Sofort. Drück. Wir haben's. Und mit dieser Szene sage ich, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zum zweiten Part. Macht's gut und ciao, euer The Red Gamer.